Herrliches Wetter und eine wunderschöne Sportanlage hier in Buri sind die besten Voraussetzungen für den Austragungsort vom 84. Innerschweizer Schwing- und Alperfest. Und wir sehen hier am Greifen den Turnerschwinger aus dem Bernbiet, den schönen Urs. Er hat zusammengegriffen mit dem Rigi-Verbändler Giorno Fideo. Der klare Rauch. Führerhand auf Platz 1, Leifing Stefan und Matossi Enrico. Renkli Beat und Vicky Martin Hedliger Guido, die alle auf Platz 6. Platz 7, Niederberger Toni und Alois. Das mal wohl für den Gast eine schöne, eine brenzlige Situation gewesen. Platz 3, Schwinger der Warte kurz. Der Gang zwischen dem Berner Gast, Schöne Urs und Giorno Fideo ist gestellt. Hier sehen wir den Lüens Armin aus Goldau und den Anderhub Stefan. Gewonnen hat der Gang der Anderhub Stefan. Es ist Mittagszeit, ich wünsche allen recht einen guten und dann noch einen Blick in die Gabentempel. Der Blick in Gabentempel zeigt eine Top-Leistung vom Gabenkomitee. Da dürfen wir sagen Bravo. Und weiter geht's jetzt mit der Spitzenpaarung auf dem Platz rechts mit dem Hasler Eugen und mit dem Winiger Werner. Wir sind im vierten Gang. Zwischen Hasler Eugen am Spitzenreiter nach 3 Gängen und mit dem Winiger Werner zusammen ist gestellt. Da sehen wir also den Siegerpreis an dem Innerschweizer Schwingfest in Buri. Nochmal ein Blick über den ganzen Festplatz. Pressetribüne. Festakt von dem 84. Innerschweizer Schwing- und Alpenfest in Buri. Wir hören noch ganz einen kurzen Ausschnitt von der Festansprache vom Präsidenten des Innerschweizer Schwingverband, vom Domini Weber. Ich habe die schöne Aufgabe, euch alle im Namen des Innerschweizer Schwingerverband landschaftlich zu begrüßen. Nicht von über Schweizer Land, die schöne Schwanen überall. Ich bin euch daheim im Eichenkorn. Im fünften Gang geht es weiter mit dem Turnerschwinger Enrico Matossi, mit dem Gast aus der Nordostschweiz und mit dem Vornei Daniel Ingebo. Daniel!
Und der Gang ist auch gerade gestellt. Zwischen von euch Daniel und Enrico Mattos. Wir kommen zum Schlussgang am 84. Innerschweizer Schwing- und Alperfest hier in Buri. Der Schlussgang wird bestritten vom Hasler Eugen Galgene und vom Uftermur Alex Seewe. Mit einem technisch perfekten Überwurf gewinnt der Hasler Eugen da 1990 in Buri das Innerschweizer Schwing- und das Alperfest. Ein erfolgreicher Innerschweizer Schwingertag hier in Buri geht zu Ende, verehrte Gäste. So sage ich auf Wiedersehen, ein anderes Mal und viel Freude. Die beiden Berner, Erich Znägi und Urs Schöni, der Basler Rolf Klarer und der Nordwestschweizer Sieger Wittmer müssen die Buri gar ohne Kranz verlassen. Apropos Kranz, der erfolgreichste Kantonalverband, das sind die Schweizer mit 13, gefolgt von Luzern mit 10, Uri mit 5, Zug mit 4, Obernidwalden mit 2 und 4 Kränze sind Attestenschwinger.